Bin ich mir ziemlich sicher. Da würde ich sagen, müssen wir oben über den Turm ran. Hier einmal kurz vor Ganon und hier, falls du schon genug Skuldis für die Belohnung hast. Ah, okay. Ach stimmt, den gab's. Gab's denn bei Ganon den Longshot? Den Ultrashot? Geil, das hat ja nicht geklappt. Also ich muss sagen, wir haben ziemlich wenig geschafft. Ich hätte echt gedacht, wir kriegen es heute hin. Stimmt, da haben wir den Ultraschott bekommen. Den gab es doch im Geistertempel. Im Geistertempel? Ich bin jetzt komplett verwirrt. Da war auch alles schon ewig her, ne? So, egal. Wir haben auf jeden Fall den Ultraschott bekommen. Und ich bin mir sicher, vorher hat man auch schon den Ultraschott. Deswegen, shit happens. So, noch 8 Skuldis, Leute. Haben wir jetzt alle hier. Kakariko. Nö. Es gibt hier immer noch Skuldis. Okay. Dann geht die Suche weiter. Es könnten ja auch noch... Ich habe nachgeschaut. Okay. Und wie ist deine Bewertung ausgefallen? So. Was war hier im Loch drin? Der Friedhof gehört dazu. Da gehen wir auch noch gleich nochmal gucken auf dem Friedhof. Zack. So. Ich meine, wenn wir alles Coolies haben, ist ja nur noch Ganon da, ne? Ganon dauert jetzt nicht ewig. Ganon ist hinlaufen. Ganondorf an sich 3 Minuten. Dann Turm runterrennen. Und ganz unten ist dann Ganon noch. Der dauert nochmal 5 Minuten. Oder 10 Minuten. Je nachdem, wie es halt läuft. Vielleicht ist der auch nochmal ein bisschen abgeändert. Dann dauert er noch ein bisschen länger. Okay. Ich erinnere mich halt auch noch, dass auf den Dächern so ein bisschen was war. Also hier. Und wir da nur über die Eule hinkamen. Schwierig. So, hier für das Loch brauchen wir Tag. Es sei denn, ich kann da so ein bisschen vorbei hopsen. Nee, ich glaube nicht. Oben war jetzt nichts weiter, ne? Da haben wir jetzt alles angeschaut. An dem Baum ist auch nichts. Nope. Deine Streams sind echt unterhaltsam und dass die Folgen schon so früh am Tag kommen, ist auch perfekt für mich. Bevor der Zwerg aufsteht, habe ich meistens genau für eine Folge Zeit. Danke dafür. Kein Problem. Ist extra so gemacht für Leute, die früh aufstehen. Also habe ich mir extra so auch gedacht, gedanklich. Okay. Uns fehlen noch Skulltulas. Aber vielleicht sind auch als Erwachsener halt noch irgendwo welche, ne? Oder in irgendeinem Loch. Man weiß es halt nicht. In irgendeinem Grab. Wo im Königsgrab noch welche sind? Das könnte halt auch sein. Gehen wir kurz hier rein. Einfach mal gucken. Vielleicht ist hier ja noch irgendetwas. So, ha, zum... Ganz ruhig, Leute. Mama, ruhig, ja? Momentan hier. So. Danke.
Jo, okay, ich sehe ja nichts. Wäre auch komisch gewesen, wenn hier drinnen was gewesen wäre. Aber hätte ja sein können. Okay, hier haben wir schon mal nichts. Warst du bei Boris im Haus? Da gab es das Kuli unterm Bett. What? Echt? Na dann, können wir auch gleich mal reingucken. Schauen wir doch mal. Zelda Junge und das Spielen der Ocarina, da hat er Spaß. Ja, ich habe hier auch eine ganz coole Ocarina stehen. Die hat mir Kitsune mal zukommen lassen. So eine elektronische, da kann ich auch einfach die Tasten eingeben, dann spielt er den Song ab. Okay. Genau, da habe ich früher schon mal drauf gespielt. Ja, aus Ton gibt es auch ganz viele, das stimmt. Die sind auch mega cool. So, warte mal, ich mache hier kurz auf. Ah, ich muss groß sein. Aha. Ah, stimmt, hier ist eine Kiste gewesen. Hab auch mal eine hier zum Geburtstag bekommen. Ja, so eine Ocarina ist schon cool, ne? Finde ich auch. Ocarina spielen Minish Cap feiere ich immer, wenn du die Tasche... Ja, das Problem ist... hier... habe ich das Menü auf der Taste. Wo ich die Ocarina spiele. Und ich will immer das Menü sehr oft aufmachen. Und dann spiele ich aber die Ocarina. Das ist, ja... kontraproduktiv, aber mittlerweile habe ich die Taste auch umgelegt. Also jetzt passt es auch. Okay, da war schon mal nichts drin. Bei Boris glaube ich aber auch nicht. Ich spare gerade das Geld, um mir ein Schwert und ein Schild zu kaufen. Auch geil. Also so richtig hochwertig wahrscheinlich, ne? So, ich gucke mal hier kurz rein. Ja, da ist auch nichts. Okay. Ja, so ein richtig geiles, hochwertiges Schild und Schwert. Ist nice. Ja, ich sag mal, das war ja meine Schuld, leicht hier mit der Tastenbelegung. Aber jetzt passt's ja. Sollte in den letzten Folgen, glaube ich, ein bisschen besser geworden sein. Gibt auch auf Amazon eine Ocarina of Time zu kaufen. Okay. Wo können wir noch hin? Ich hätte gesagt, als junger Link könnte man jetzt noch mal auf die Dächer gucken, als erwachsener Kind, als erwachsenes Kind, genau. Als erwachsener Link. Könnten wir bei Boris halt unter das Bett gucken, wie Susanne vorgeschlagen hat. Und ich würde jetzt nochmal ins Loch hüpfen. Mit einem Huhn. Insofern ich irgendwo eins finde. Ja, ist halt schade. Der Minish Cap Randomizer ist auch schon bald vorbei, ne? Ich glaube, wird jetzt auch nicht mehr so lange gehen. Habe ich hier keinen Huhn? Schreibt mal eure Tipps immer schön auf. Die werde ich demnächst mal wieder abklappern. Wo ist denn das Huhn? Haben wir hier keins? Doch, ich höre eins. Ich höre ein Huhn. Da. Ja, er geht halt auch nicht so lange, ne? Aber ich denke mal so 10, 15 Folgen werden wir schon noch haben. Mal schauen. Aber ewig wird er auch nicht mehr gehen. Aber wie gesagt, da kommen auch wieder richtig geile Projekte, alles schon vorbereitet. Ich weiß halt nicht. Seid ihr eher so pro 3D oder eher pro 2D? Oder ist es euch egal? Weil ich habe auch viele coole 2D-Projekte. Zu Zelda Hex und so weiter.
Sollte ich mal eine Umfrage machen? Ich sag mal, gut, alle, die jetzt hier in dem Chat sind, werden schon eher 3D sein, ne? Oder denen ist es egal, weil sonst wärt ihr ja nicht hier. Wenn euch 3D nicht gefällt, wärt ihr ja nicht hier. Ist ja irgendwie logisch. Okay, also hier, ich finde jetzt aktuell keine Scooty weiter. Am liebsten Randomizer und Spielhacks. Mir ist egal. Mir ist auch egal, okay. Ja. Aber jetzt hier in dem Chat zu fragen, ist eigentlich, sag ich mal, eher doof. Weil entweder sagt ihr jetzt, es ist mir egal, oder ich bin 3D. Weil wenn euch nur 2D gefällt, dann wärt ihr ja nicht hier. Sind wir mal ehrlich. Okay. Wenn es ein Rando ist, ist jedes Zelda geil. Okay, wir gehen mal Richtung Goronen, würde ich sagen. Und, ja, gucken mal. Gucken mal, was wir hier noch so finden. Oder meint er, wir sollen erst schnell das noch abschließen? Huch, hier ist ein Loch drunter. Ach nee. Ach lol. Ich glaube, das meinte Jens, oder? Kann das sein? Hier gibt es auf jeden Fall eine Scooty, würde ich sagen. Na? Manchmal dauert es echt lange. Okay, 193. Hä? Oh, komm. Ich habe doch welche im Inventar. Das könnte zu Kakariko gehören. Ah, ich glaube nicht. Das gehört, oder? Was noch zu Kakariko? Ha, stimmt. Hast recht. Könnte. Weiß man nicht. Ja, müssen wir sehen. So, Heidens Brigade hier. Ich würde tatsächlich CDI mir mal angucken als LP. Steinigt mich bitte nicht. Ich kenne es halt nicht. Kitsune hat mir das letzt schöne Links geschickt. Zu allen Projekten von den CDI-Spielen. Ich habe mir die auch schon runtergeladen. Also das kann man auch mal zocken. Aber wie gesagt, das ist halt, naja. Ob das einen Mehrwert hat, ist dann halt so eine Sache. Hier ist eine Bombe. Okay, gleich wird Tag. Ich meine, als Erwachsener müssen wir dann hier auch nochmal lang. Ja, ja, CDI, ne? Das ist, hihi. Das ist eine Sache für sich. So, ich würde sagen, wir... Hab ich gerade was gehört? Nö. Ich glaube nicht. Nö, Lady Makoros, ich denke, es wird noch einen Stream geben. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in den nächsten 20 Minuten noch die restlichen Sachen finden. Das machen wir dann in Ruhe nächste Woche. Ne, übernächste Woche. Nächste Woche geht leider nicht. Nächste Woche bin ich nicht da. Da fahre ich weg mit meiner Frau, die hat Geburtstag. Habe ich extra Urlaub genommen am Freitag. Da fahren wir, ich weiß gar nicht, Leipzig? Leipzig war es, glaube ich. Ins Tarzan Musical fahren wir dahin. Genau. Lady Makoros, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend noch. Danke, dass du da warst. Und schönes Wochenende noch. Da als großer Link, genau. Wir gucken das alles uns als großer Link aber auch noch an, genau. Ich gehe jetzt erstmal als kleiner Link kurz überall durch und dann machen wir sowieso als großer Link nochmal alles. Dann sind dort Steine, genau solche braunen, ne, die du nur mit dem Hammer wegmachen kannst, oder? Vielleicht sind es in dem Spiel auch die silbernen mit den anderen Dingern. Naja, mal gucken.
Also wahrscheinlich übernächste Woche wird dann ein nächster Stream kommen, Leute. So. Gehen wir erstmal hier rein. Und gucken mal, ob wir noch irgendwie Skulultis holen können. Dann auf jeden Fall ganz viel Spaß bei Tarzan. Dankeschön! So. Denk daran, im August die Gamescom ist. Da wird die Firma, die ich arbeite, auch vertreten sein. Oh, cool. Bist du auch da? Also, bist du auch da vertreten als mit deiner Firma, oder? Oh, guck mal, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Die Frage ist, können wir da was ausrichten? Im Stream ist Pflichtprogramm. Dankeschön. Also es ist auch nur ein der Freitag und das Wochenende. Also wir fahren nicht lange, einfach nur über nach Leipzig und das war's auch schon. Aber es wird hoffentlich schön. So, ich mach mal hier den Stein weg. Vielleicht portet der sich dann darüber. Ich werde wieder am Start sein mit dem nächsten Stream Pflichtprogramm. Super nett. Es werden aber auch so geile Projekte in nächster Zeit kommen. Ich habe so schöne Sachen vorbereitet, Leute. Okay, hier ist nichts geportet. Leider, vielleicht musst du auch als Erwachsener. Tarzan ist schon geil. Also ja, ich habe mit meiner Frau das letzte Mal den alten Disney-Film geguckt. War auch so schön, einfach den mal wieder zu gucken. Man muss auch sagen, früher als Kind hast du den halt angeschaut, ne? Ah, schön, hast du verstanden, was da passiert ist. Aber wenn man sich das so als Erwachsener heutzutage alles nochmal so genauer anhört und anguckt, ne? Man kriegt da erstmal diese ganzen Gags und so weiter richtig mit, ne? Das ist einfach so lustig. Wie viel da einfach drinne steckt, wo du dir dann denkst, hey, das ist doch eigentlich voll für einen Erwachsenen, diese Filme eigentlich gemacht. Also wenn du die ganzen Gags, versteht ja ein Kind nicht. Das ist schon lustig manchmal. Okay, hier ist auch keine Skulti. Aber ganz oben ist doch noch dieser Raum mit den ganzen Steinen, oder? Da müssen wir dann auch nochmal als Kind gucken. Als Erwachsener eigentlich. Okay. Genau da hinten. Der Raum, das ist dann auch auf jeden Fall für einen Erwachsenen. Mein Zwerg findet Schneewittchen voll gut und er schaut fast nichts anderes. Oh, das ist auch cool. Ja, das stimmt mit Disney. Da gibt es zwei. Hier gibt es zwei. Oh Gott. Viele Bomben. Einmal als kleiner und einmal als großer. Ah, okay. Na dann, perfekt. Dann sollten wir hier ein bisschen was finden. Irgendwie ironisch auch, ich will immer zur Gamescom, aber nun, da ich in einer Firma bin, die da vertreten ist, wird mir das verwehrt, dass ich sonst unterbesetzt bin. Oh, schade. Ja, dann halt das nächste Mal. Dann müsst halt beim nächsten Mal mit dahin gehen. Sagst du einfach, du möchtest das nächste Mal selber dahin. Ist ja sonst unfair, wenn alle Mitarbeiter dahin dürfen und manche nicht. Da würde ich mir jetzt gar nicht so einen Kopf machen. So, warte mal, hier ist aber... Rechts klein, links groß. Und in einem Stein, oder wie? Oh, Entschuldigung. Bin ich gerade ins Mikro gekommen? Oder habe ich die schon geholt? Weil ich sehe gar keine mehr. Trefft ihr euch bei der Gamescom? Hast du wahrscheinlich schon geholt. Okay, dann haben wir die schon geholt. Also ich war zum Beispiel noch gar nicht auf der Gamescom. Weiß auch nicht, ob ich dieses Jahr hingehen will, weil eigentlich sind so riesige Menschenmassen nicht unbedingt was für mich. Und da sind halt schon echt viele Leute, muss man sagen. Mal schauen.
irgendwann werde ich sicherlich mal hingehen und dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mich auch freuen, wenn ich da euch mal kennenlernen kann, so persönlich halt. So. So, jeder Stein ist jetzt wieder da. Ja, aber hier scheint erstmal nichts weiter zu sein. Wir können Darunia übrigens das Lied nochmal vorspielen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Könnt's mal versuchen. So, hier geht's in den Wald. Ja, ich glaube, wir müssen hier als Erwachsener so ein bisschen noch was machen dann. Düdüm. Düdüdüdüm. Ansonsten scheint hier aber erstmal nichts weiter zu sein. Im Laden ist theoretisch auch nichts. Nope. Wenn mal Fantreffen von dem Stream sein sollte, würde ich höchstwahrscheinlich kommen, wenn es möglich ist. Super. Voll cool. So, warte mal, wie war ein Zayas Song eigentlich? Genau. Ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe, keine Ahnung. Wir gucken mal. Sony und Nintendo sind nicht dabei. Hm, schade. Vielleicht dancet er auch einfach nochmal so für uns. I don't know. Aber vielleicht kriegen wir was Schönes. Vielleicht hat er uns cool diese Bull für uns. Warst du schon mal auf einem Flohmarkt? Hast du schon Spiele gefunden, die Interesse bei dir wecken? Klar, auf dem Flohmarkt war ich auf jeden Fall schon. Aber ja, schade. Da gab es jetzt nichts. Ja, Spiele. Ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwas brauche, dann kaufe ich es mir meistens online. Es gibt jetzt viele alte Spiele, die man noch kaufen kann, klar, aber ich bin ja nicht ganz so drin in dem alten Sammeln von Games. Wenn man sie hat, klar, cool. Werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Irgendwann werde ich da, glaube ich, vielleicht auch mal so ein bisschen mehr reinwachsen in das Sammeln von alten Spielen und so. Aber aktuell bin ich viel zu sehr mit Let's Plays und so beschäftigt. Mal gucken. Kirito, hallihallo. What geht?